Von den 9 Kandidaten der heutigen Show wird nur einer ein Preisgeld von bis zu 50.000 Mark mit nach Hause nehmen. Alle anderen gehen komplett leer aus, denn Runde für Runde wird ein Spieler hinausgewählt. Das ist das Spiel. Willkommen zu Der Schwächste fliegt. Jeder der 9 Kandidaten hinter mir kann hier und heute bis zu 50.000 Mark gewinnen. Sie kennen sich nicht, dennoch wollen Sie das Preisgeld mit nach Hause nehmen, müssen Sie als Team spielen. 8 von Ihnen gehen komplett leer aus. Runde für Runde verlieren wir einen Spieler, denn der Schwächste fliegt. Das ist das Team. Hallo, ich bin die Marion. Ich bin 46 Jahre alt, kaufmännische Angestellte und komme aus Düsseldorf. Ich heiße Georgios, bin 28 Jahre alt, bin Elektroniker und komme aus Velbert. Ich bin Tatjana, 30 Jahre alt, Mutter und Hausfrau und komme aus Hannover. Ich bin Markus, 36 Jahre, arbeite in der Verwaltung einer Spedition und komme aus Bocholt. Ich bin die Gudrun, 39 Jahre alt, Krankenversicherungsfachangestellte und komme aus Düren. Ich heiße Thomas, bin 40 Jahre alt, Übersetzer aus Nauheim. Ich bin Christa, 42 Jahre jung, Schneiderin aus Roth. Ich heiße Kai, bin 36 Jahre alt, arbeite als Versicherungskaufmann und komme aus Ahlen in Westfalen. Ich heiße Heidi, ich bin 40 Jahre alt, Vertriebsmitarbeiterin aus Hannover. Team, das hier sind die Regeln. Das Ziel ist, in jeder Runde innerhalb des Zeitlimits genug Fragen korrekt zu beantworten, um den Höchstbetrag von 5.000 Mark zu erreichen. Der schnellste Weg zum Maximalgewinn ist, eine Kette mit 9 richtigen Antworten zu bilden. Eine falsche Antwort bricht die Kette, das Geld ist verloren. Aber, sagt ihr Bank, bevor eine Frage gestellt wird, ist das Geld gesichert. Danach allerdings fängt die Kette wieder bei 0 an. Denkt daran, in jeder Runde kann nur das in der Bank gesicherte Geld gewonnen werden. Wir fangen auch direkt an mit der ersten Runde und die dauert ganz genau 2,5 Minuten. Und wir starten mit dem Spieler, der im Alphabet als erster steht. Das bist du, Christa. Jetzt wird gespielt, der Schwächste fliegt. Die erste Frage für 50 Mark, die Zeit läuft. Christa, welches elektronische Unterhaltungsgerät nennt man umgangssprachlich auch Flimmerkiste? Der Fernseher. Korrekt, Kai. Welcher, das englische Wort für Kraft beinhaltende Begriff, bezeichnet eine in Leben und Beruf erfolgreiche Frau? Power. Powerfrau. Korrekt, Heidi. Spielte Franka Potente im Film Anatomie oder in Anabolika eine Hauptrolle? Anatomie. Korrekt, Marion. Wie bezeichnet man an PKWs die am Heck positionierte Vorrichtung, an der man Anhänger befestigen kann? Anhängerkupplung. Korrekt, Georgios. Schläft ein Matrose auf einem Schiff in einer Kajüte oder in einer Kombüse? Kajüte. Korrekt, Tatjana. Welche Einheit der Stromstärke ist nach dem französischen Physiker André-Marie Ampère benannt? Ampere. Korrekt, Markus. Wie bezeichnet man im Polizeiwesen alle Maßnahmen zur Sicherstellung von Spuren bei einer Straftat? Spurensicherung. Korrekt, Gudrun. Welchen Vornamen hat die von Calista Flockhart dargestellte TV-Anwältin McBeal? Passe. Ellie. Thomas, wie wird ein deutsches 10-Pfennig-Stück auch genannt? Groschen. Korrekt, Christa. Laut Sprichwort schallt es woraus so zurück, wie man hineinruft? Aus dem Wald. Korrekt, Kai. In welchen Beutel mit Stange sammelt ein Kirchendiener die Kollekte ein? Im Klingelbeutel. Korrekt, Heidi. Wann wird der Herr von der Dame zum Tanz aufgefordert? Bei der Damenwahl oder bei der Herrenwahl? Bei der Damenwahl. Korrekt, Marion. Welche tierische K ist der schlimmste Feind der Hausmaus? Katze. Korrekt, Bank. Georgios. War Prinz Charles bei den Hochzeitsfeierlichkeiten des Kronprinzenpaares Hakon von Norwegen und Mette Marit zugegen? Ja. Korrekt, Tatjana. Welches Londoner Auktionshaus versteigerte 1987 Van Goghs Sonnenblumen für rund 36 Millionen Dollar? Christie's oder Marks & Spencer? Christie's. Korrekt, Markus. Unter welchen Künstlernamen wurde Marian Michael Morrison berühmt? John Wayne oder Mariah Carey? John Wayne. Korrekt, Gudrun. Wer erhielt im Februar 2001 einen Grammy für die beste männliche Popstimme? Sting oder Marilyn Manson? Sting. Korrekt, Thomas.
Der Ontario-See befindet sich an der Grenze zwischen Kanada und welchem Staat? USA. Korrekt, Christa. Wie nennt man den Lohn, der durch einen Tarifvertrag vereinbart wurde? Tariflohn. Korrekt, Bank. Kai. Bank. Was bedeutet auf Schnapsgläsern die Abkürzung CL? Die Zeit ist um, die korrekte Antwort ist Zentiliter. Und diese allererste, einfache Runde, beendet ihr mit 3.250 Mark. Warum waren es keine 5.000 Mark? Fragt euch das. Einer von euch fliegt raus. Wählt jetzt den schwächsten Team. In der ersten Runde ist Christa mit 3 korrekten Antworten stärkste Spielerin. Gudrun ist statistisch gesehen schwächste Spielerin. Hat das Team das bemerkt? Ihr habt gewählt. Wer ist der Schwächste? Wer fliegt? Ich wähle die Gudrun. 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 Christa. Marion. Gudrun. 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 Georgios. Ja. Was machst du denn beruflich? Ich bin Elektroniker. Hat man damit Spannung zu tun? Manchmal schon. Findest du das hier spannend? Bis jetzt schon, ja. Aber so richtig hast du die Spannung nicht gehalten. Warum sollte ich auch? Du hast Bank gesagt bei 1250 Mark. Ja, weil wir vorher versäumt haben, die 5000 zu blocken. Ihr hättet aber, wenn du die Kette nicht unterbrochen hättest, nochmal 5000 haben können. Und das Risiko angehen können, die zu verlieren. Das heißt, hier ist die Sicherung durchgebrannt. Ja. Warum soll Gudrun gehen? Weil sie die Einzige war mit der falschen Antwort. Marion! Was gehört denn zu deinen Hobbys? Hobbys? Tennis spielen. Und was noch? Nicht mit dem Wohnmobil unterwegs sein und Märchen Wohnmobil schreiben. Wohnmobil unterwegs sein? Hat so ein Wohnmobil denn auch manchmal eine Anhängerkupplung? Nein, unseres nicht. Na Gott sei Dank, ne? Hast du eine gute Ausrede. Du hast auch ein bisschen gezögert. Ja. Ich hab noch gedacht, kommt's noch oder nicht? Warum Gudrun? Ja, sie war die Einzige mit einer falschen Antwort, deswegen. Statistisch gesehen, Gudrun, warst du die Schlechteste der letzten Runde? Die einzige falsche Antwort, die kam. Ellie McBeal, noch nie gesehen? Nein, kenne ich nicht. Nein, kultig, musst du mal reinschauen. 7 Stimmen sind gegen dich, Gudrun, und damit bist du die Schwächste und fliegst. Und tschüss. Meine Kiddies wissen darüber Bescheid und natürlich auch meine Familie und 2, 3 Freundinnen, denen habe ich Bescheid gesagt und ich denke einfach, die werden sagen, sei nicht traurig. Ich denke, dass Marion in der nächsten Runde fliegen wird, da sie halt auch hier und da gestockt hat bei den Fragen. Weiter geht's mit der Runde 2 und mit 3.250 Mark in eurer Teamkasse. 5.000 Mark hättet ihr locker haben können. 8 von euch sind übrig und in der nächsten Spielrunde werden euch 10 Sekunden von eurer Spielzeit abgezogen. Wir beginnen mit dem Stärksten der letzten Runde und das ist Christa. Jetzt wird gespielt, der Schwächste fliegt. Die Zeit läuft. Christa, welches M ist allgemein der Glücksbringer für eine Sportmannschaft? Maskottchen. Korrekt, Kai. Was erforscht die Wissenschaft der Demoskopie? Mikroben oder Meinungen? Meinungen. Korrekt, Heidi. Welches der folgenden Tiere lebt nicht im Wasser? Der Mandrill oder der Manta? Der Mandrill. Korrekt, Marion. Ist Benjamin Sisko oder Jason Möllemann der Kommandant der Raumstation Deep Space Nine aus der Serie Star Trek? Nein. Benjamin Sisko. Georgios, von wem trennte sich der Rapper Puff Daddy im Februar 2001? Lieselotte Pulver oder Jennifer Lopez? Jennifer Lopez. Korrekt, Tatjana. Welches Pulver soll die Hände von Geräteturnern trocken halten? Kalk. Magnesium. Markus, welcher ist der größte Ozean der Erde? Der Pazifik. Korrekt, Thomas. Welcher deutsche Schlagerinterpret war 1982 mit Manchmal möchte ich schon mit dir in den deutschen Charts? Pass. Roland Kaiser. Christa, wie bezeichnet man den im Frühjahr stattfindenden Marsch von Kröten zu ihren Laichgewässern? Krötenwanderung. Korrekt, Kai. Welchen paradiesischen Vornamen hatte der Gründer der Opel AG? Adam. Korrekt, Heidi. Welche Farbe hat Woodstock, der Freund von Snoopy, in den Comicgeschichten von Charles M. Schulz? Gelb. Korrekt, Marion. Ist die Balalaika ein Zupf- oder ein Streichinstrument? Ein Zupfinstrument. Korrekt, Georgios. Bank.
In welchem Land wurde der Meeresforscher Jacques Cousteau geboren? Frankreich. Korrekt, Tatjana. Heißt ein Strand der Kieler Bucht Kalifornien oder Kalahari? Kalifornien. Korrekt, Markus. Wie wird der zylinderförmige Fruchtstand des Mais bezeichnet, der dicht mit Körnern besetzt ist? Passe. Maiskolben. Thomas, wie werden in der Biologie Tiere mit einer den Körper symmetrisch teilenden Wirbelsäule bezeichnet? Wirbeltiere. Korrekt, Christa. Zu welchem Staat gehört die Insel Hokkaido mit der Inselhauptstadt Sapporo? Japan. Korrekt, Kai. Was bezeichnet man in der Biologie als das weiße Waldvögelein, ein Orchideengewächs oder eine brünftige Schleiereule? Das erste. Orchideengewächs ist korrekt, Heidi. Ist der Rhein in seiner Gesamtlänge länger oder kürzer als 5000 Kilometer? Kürzer. Korrekt, Marion. Bank. Genervt, sang Katja Epstein 1980, dann heirat doch dein... Die Zeit ist um. Büro. Genau. Hättest du nicht gewusst, Marion? Aber ist auch nicht schlimm. Genau, denn die Zeit ist um und ihr beendet diese Runde mit 1500 Mark. Hätten mal wieder 5000 Mark sein können. Wer bremst euch aus? Wer hat Angst vor der nächsten Runde? Weil er nichts weiß. Einer von euch fliegt raus, wählt jetzt den Schwächsten. Die Statistik weist Markus in Runde 2 als Teamschwächsten aus. Heidi ist mit 3 richtigen Antworten stärkste Spielerin. Wen schickt das Team jetzt nach Hause? Ihr habt gewählt. Wer ist der Schwächste? Wer fliegt? Der Thomas. Der Markus. Marion. Tatjana. Marion. Markus. Thomas. Marion. Ja, so richtig einig seid ihr euch ja nicht, ne? Tatjana, warum Marion? Marion hatte eine Frage falsch beantwortet. Ja, du auch. Ich weiß, aber das ist nicht so schlimm. Ach so, so wie wenn Marion was falsch macht. Ja, ich muss ja jemanden nehmen. Ja, es sind aber mehrere, die eine falsche Antwort haben. Warum ausgerechnet Marion? War so das Erste, was ich mitgekriegt habe. Aha. Thomas, wenn ich nach einem Schlagersänger frage, dann lass dir doch einfach irgendeinen einfallen. Oder kennst du überhaupt keinen? Ja, bis mir ein deutscher Schlagersänger eingefallen wäre, hätte wahrscheinlich so lange gedauert. Da war es mir lieber, dass ich die Zeit rette. Entnehme ich dann daraus, dass du da überhaupt kein Interesse hast für deutsche Schlager? Das ist korrekt. Und wahrscheinlich noch weniger als das. Warum Marion? Ja, mir war auch in Erinnerung, dass er eine Frage falsch beantwortet hatte und in der Vorrunde ein bisschen gezögert hatte. Ich weiß, dass auch noch andere eine Frage nicht beantwortet hatten, aber... Ja, Marion war nämlich nicht die schlechteste der letzten Runde. Markus, das warst du. Was machst du denn beruflich? Ja, ich arbeite in der Verwaltung von einer Spedition. Das heißt, alles, was irgendwo schief läuft, landet irgendwo auf meinem Tisch und ich muss das versuchen zu bereinigen. Das hat doch viel mit Autos zu tun. Ja, im weitesten Sinne eigentlich mehr. Die Disponenten haben eigentlich mehr mit den Autos zu tun, habe ich eigentlich weniger. Ach, mehr so mit deswegen den Waren. Kanntest du dich mit Kolben nicht aus, den Maiskolben? Nee, als die Frage zu Ende gestellt war, wusste ich schon den Anfang der Frage nicht mehr und deshalb. Oh, sollte ich lieber kürzere Fragen an dich stellen? Nee, nicht unbedingt, aber das war ein kompletter Blackout zu dem Zeitpunkt. Ja, Markus, statistisch gesehen warst du der Schlechteste der letzten Runde, aber es ist so, dass ihr entscheidet und dass die Stimmen entscheiden. Und es sind 3 Stimmen gegen dich, Marion. Und damit bist du die Schwächste und fliegst. Und tschüss. Ja, erstmal war ein Tag heute, wo ich nicht gearbeitet habe und länger schlafen konnte. Und jetzt fahre ich zu meiner Schwester und trinke ein Gläschen Sekt. Also ich glaube, eventuell wird Tatjana fliegen. Sie hat jetzt auch eine Frage falsch beantwortet oder 2 sogar. Das ist jetzt gar nicht mehr genau. Ja, denke ich mir. Runde 3. Von den möglichen 10.000 Mark habt ihr im Moment 4.750 Mark in der Bank gesichert. 7 von euch sind übrig und weitere 10 Sekunden werden von eurer Zeit abgezogen. Wir beginnen mit dem Stärksten der letzten Runde und das ist Heidi. Jetzt wird gespielt, der Schwächste fliegt. Die Zeit läuft. Heidi, ist der Popocatépetl ein aktiver oder ein inaktiver Vulkan? Ein aktiver. Korrekt. Georgios, welcher Film wurde im Jahr 2001 12-mal für den Oscar nominiert? Gladiator oder Planet der Affen? Gladiator. Korrekt. Tatjana, nach welchem deutschen Reichskanzler ist ein Herrenanzug für offizielle Anlässe benannt worden? Passe. Stresemann. Markus,
In welchem Musical von Andrew Lloyd Webber agieren die Darsteller auf Rollschuhen? Starlight Express. Korrekt. Thomas, welches Körperteil zwischen Kopf und Rumpf ermöglicht es dem Menschen, seinen Kopf zu bewegen? Der Hals. Korrekt. Christa, wie heißt die Variante des Hallenhockeys, die vorwiegend auf einem Rasen- oder Kunstrasenfeld gespielt wird? Feldhockey. Korrekt. Kai, auf welches Datum fällt hierzulande alljährlich der Valentinstag? Auf den 14. Februar. Korrekt. Heidi, nennt man einen hohen chinesischen Staatsbeamten hierzulande Mandarin oder Apfelsin? Mandarin. Korrekt. Georgios. Bank. Welche plüschigen Wesen dürfen in einem Spielberg-Film von 1983 niemals nass oder nach Mitternacht gefüttert werden? Die Gremlins. Korrekt. Tatjana, was ist Mozzarella, eine Wurst oder ein Käse? Käse. Korrekt. Markus, wird wie viel nach neuer Rechtschreibung zusammen oder getrennt geschrieben? Getrennt. Korrekt. Thomas, was ist das Gegenteil von horizontal? Vertikal. Korrekt. Christa, wie heißt die Hauptstadt der Tschechischen Republik? Prag. Korrekt. Kai, Bank. Wie hieß der Adoptivsohn von Julius Caesar und spätere Kaiser Roms? Augustus oder Oktoberus? Augustus. Korrekt. Heidi, welches der beiden Länder gehört der Organisation Erdöl exportierender Länder an? Venezuela oder Andorra? Venezuela. Korrekt. Georgios. Bank. Ist Aluminium ein Leichtmetall oder ein Schwermetall? Ein Leichtmetall. Korrekt. Tatjana, wird der Vitaminbedarf eines Menschen durch Rauchen erhöht oder verringert? Verringert. Erhöht. Markus, der Sheriff welcher Stadt war der ärgste Widersacher der Volkslegende Robin Hood? Nottingham Forest. Nottingham. Nottingham. Ich muss das erst akzeptieren, deswegen ist es falsch. Thomas, stammt die Kunst der harmonischen... Die Zeit ist um und diese Frage kann ich nicht beenden. Ihr beendet diese Runde mit 2650 Mark. Ihr hattet nur 3 falsche Antworten. Ihr seid gar nicht so schlecht. Ihr könntet aber mehr Geld in der Bank sichern. An wem liegt es, dass ihr das nicht tut? Wer bremst euch aus? Einer von euch fliegt raus. Wählt jetzt den Schwächsten im Team. In der dritten Runde ist Tatjana schlusslich der Statistik. Georgios muss als stärkster Spieler kaum befürchten, des Feldes verwiesen zu werden. Ihr habt gewählt. Wer ist der Schwächste? Wer fliegt? Tatjana. Markus. Tatjana. 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 Markus. Ihr hättet mal wieder locker 5000 Mark haben können. 13 Antworten habt ihr in Reihe korrekt gegeben. Wer hat denn da mal wieder zu früh Bank gesagt? Georgios. Ja. Inklusive deiner waren noch 8 nach dir korrekt. Ja, das mag gut sein. Ich muss zwischendurch mal sichern. Und was genau möchtest du mit deinem Täfelchen uns sagen? Das wissen diejenigen schon. Aha. Vielleicht solltest du dich mal lieber aufs Geld konzentrieren als auf ich ja. all deine Kumpels. Deswegen muss ich ja sichern. Warum Tatjana? Weil sie meiner Meinung nach die Schwächste in dieser Runde war. Und was macht sie zur Schwächsten? Die falschen Antworten. Hm. Markus, hast du auch eine falsche Antwort gegeben? Richtig, Nottingham Forest hatte ich gegeben. Wohl. Doch, der Sherwood Forest. Ja. Warum Tatjana? Ja, ein bisschen unsicher. Bei der einen Frage, die letzte Frage, die sie da beantwortet hat, war eine relativ einfache Frage. Ich weiß allerdings jetzt nicht mehr. In der vorherigen Runde war sie auch schon etwas schwach. Deshalb dachte ich mir, Tatjana. Statistisch gesehen, Tatjana, warst du die schwächste Spielerin der letzten Runde. 2 falsche Antworten hast du gegeben. Der Stresemann ist dir nicht bekannt? Nein. Nicht? Und Rauchen erhöht den Vitaminbedarf und nicht erniedrigt. Verdreht. Ja, das stimmt. Brauche ich mal ein bisschen, brauche ich nicht so viel Vitamine. Ja, 5 Stimmen sind gegen dich, Tatjana. Damit bist du die Schwächste und fliegst. Und tschüss. Bin in der dritten Runde raus, nicht in der ersten. Und deshalb braucht mein Neffe nicht weinen. Und das finde ich ganz prima. Also ich könnte mich ärgern, dass ich diese eine Frage mit den Vitaminen und den Rauchen falsch beantwortet habe. Denn ich bin absoluter Raucher. Aber irgendwo habe ich das völlig durcheinander gebracht. Runde 4, 7.400 Mark sind in eurer Teamkasse von möglichen 15.000 Mark. 6 Kandidaten sind noch übrig geblieben und für die nächste Spielrunde habt ihr
nur noch 2 Minuten Zeit. Der Stärkste der letzten Runde fängt an und das ist Georgios. Jetzt wird gespielt, der Schwächste fliegt. Die Zeit läuft. Georgios, verarbeitet ein Computer Daten elektronisch oder mechanisch? Elektronisch. Korrekt, Markus. Zu welchem norddeutschen Stadtstaat gehört die in der Elbmündung liegende Düneninsel Scharhörn? Hamburg. Korrekt, Thomas. Ein Komödientitel des italienischen Dramatikers Carlo Goldoni lautet Diener zweier Herren. Korrekt, Christa. Wer gründete 1948 das Wochenmagazin Stern? Henry Kissinger oder Henry Nannen? Henry Nannen. Korrekt, Kai. Locke. Wie lautet der Sammelbegriff für Ritter, die an den Kreuzzügen teilnahmen? Kreuzritter. Korrekt, Heidi. Wie wird sowohl das Lendenstück eines Schweins als auch das entgrätete Rückenstück eines Fisches bezeichnet? Filet. Korrekt, Georgios. Bank. Mit welchem englischen Wort bezeichnet man das Besichtigen von Sehenswürdigkeiten? Sightseeing. Korrekt, Markus. Wie heißt der Bruder von TV-Moderator Thomas Gottschalk mit Vornamen? Kasimir oder Christoph? Christoph. Korrekt, Thomas. Bei welchen Tieren wächst der Comicheld Tarzan auf? Affen. Korrekt, Christa. Ist Makramee eine Knüpftechnik oder ein Speisefisch? Eine Knüpftechnik. Korrekt, Kai. Wie werden die European Telecommunication Satellites abgekürzt? ESS. Eutelsat. Heidi. Wie nennt man einen Ball, der beim Tennis direkt aus dem Flug geschlagen wird, ohne vorher den Boden berührt zu haben? Volley. Korrekt, Georgios. Ausländische Experten welcher Fachrichtung können seit 2000 mit der Green Card hierzulande befristet arbeiten? Inder. Computer, Markus. Welcher PKW der Firma Ford trägt den gleichen Namen wie eine italienische Mittelmeerinsel? Pass. Capri, Thomas. Wie lautet die französische Bezeichnung für Kartoffelbrei? Püree, Christa. Hinter welcher Grenzlinie zwischen Himmel und Erde? Horizont. Die Zeit ist um. Diese Frage habe ich nicht beendet, aber Horizont wäre die korrekte Antwort gewesen. Diese Runde beendet ihr mit 900 Mark. Ich verstehe das gar nicht, warum ihr nicht mehr in der Bank sichert, denn ihr seid gar nicht schlecht. Und auch in dieser Runde hättet ihr mal wieder die 5000 Mark haben können. Wenn ihr hier Geld erspielen wollt, müsst ihr gut sein. Aber wer ist nicht gut genug für euch? Einer von euch fliegt raus, wählt jetzt den Schwächsten im Team. Christa wusste in Runde 4 alles und ist stärkste Spielerin. Kai dagegen ist schwächster Spieler. Bekommt er nun die Quittung dafür? Ihr habt gewählt. Wer ist der Schwächste? Wer fliegt? Markus. Kai. Kai. Markus. Markus. Kai. Das bedeutet, Team, wir haben einen Gleichstand. Markus und Kai, beide haben 3 Stimmen. Und was erzähle ich euch Neues? 10 Antworten waren diesmal in Reihe korrekt gegeben. Georgios, diesmal 150 Mark. Groß. Klein wird ja immer besser. Experten welcher Fachrichtung können hierzulande arbeiten? Inder. Ja. Das ist ein neuer Beruf, ja. Du bist ja auch Elektroniker. Richtig. Welche Fachrichtung? Industrieelektronik. Ich dachte Schwabe, weil du so sparst. Warum Markus? Ja, weil ich vom Gefühl her das Gefühl habe, dass Markus wieder der Schwächste war. Übrigens, wenn du in der nächsten Runde nicht mehr so viel Platz auf deinem Schildchen hast, Heidi hat noch Platz. Kannst du drüben weitermalen? Ich komme gerne oft zurück, ja. Wenn du magst. Thomas, warum Kai? Ich hatte das Gefühl, er hat eine leichte Frage falsch beantwortet. Aha. Im Falle eines Gleichstandes entscheidet der Stärkste der letzten Runde, wer gehen soll. Das bist du, Christa. Du musst nun entscheiden, soll Markus gehen oder soll Kai gehen. Du kannst dich auch umentscheiden, wenn du magst. Ich bleibe bei Markus. Er hat relativ viel Zeit verschenkt und angepasst. Statistisch gesehen war Kai allerdings der Schlechteste der letzten Runde. Sorry. Aber Markus, Christa hat entschieden. Sie möchte, dass du jetzt gehst. Du bist der Schwächste, du fliegst. Und tschüss. Ich nehme an, der Maiskolben und der Ford Capri, den werden mir noch etwas länger nachhängen, weil es sind alle sehr einfache Fragen gewesen. In der nächsten Runde wird, es ist schwer,
Der Georgios hat so seine Probleme mit dem Blocken, ist auch sehr nervös, aber die Nervosität treibt auch andere vielleicht in schwere Fehler rein. Also ist sehr schwer jetzt zu sagen. Willkommen zurück zu Runde 5. 8.300 Mark sind in eurer Teamkasse von möglichen 20.000 Mark und jetzt seid ihr noch zu fünft. Ihr habt wieder 10 Sekunden weniger Zeit und wir beginnen mit dem Stärksten der letzten Runde. Das bist du, Christa. Jetzt wird gespielt, der Schwächste fliegt. Die Zeit läuft. Christa, in welcher Stadt wurde 1890 die erste elektrische Untergrundbahn in Betrieb genommen? London. Korrekt, Kai. Wer spielte das Super-Vibe in der Verfilmung des Bestsellers von Hera Lind? Passe. Veronika Ferres, Heidi. Wie heißt die Druckerei, die für Bund und Länder Reisepässe, Postwertzeichen und anderes druckt? Bundesdruckerei? Korrekt, Georgios. Wie bezeichnet man ein menschliches Hohlorgan, das Galle oder Harn aufnimmt? Passe. Blase, Thomas. Welchen berühmten Motorroller präsentierte Enrico Piaggio 1946 erstmals der Öffentlichkeit? Die Vespa. Korrekt, Christa. Welches ARD Boulevardmagazin wird von Axel Bulthaupt, Ines Krüger und Griseldis Wenner moderiert? Brisant. Korrekt, Kai. Wie werden Heidelbeeren wegen ihrer Farbe noch genannt? Blaubeeren. Korrekt, Heidi. Bang. In welchem Land leitete ein sogenannter Shogun vom 12. bis zum 19. Jahrhundert anstelle des machtlosen Kaisers die Regierung? In Japan. Korrekt, Georgios. Welcher Schauspieler brach 1938 in dem Film 5 Millionen suchen einen Erben musikalisch die Herzen der stolzesten Frauen? Johannes Jesters. Heinz Rühmann. Thomas. Wofür steht die Abkürzung der Partei FDP? Freie Demokratische Partei. Korrekt, Christa. Welcher Kinderbuchautor schrieb 1988 die Geschichte Die Tiger, Ente und der Frosch? Janosch. Korrekt, Kai. In welchem Zeitabstand findet eine sogenannte Biennale statt? 2 Jahre. Korrekt, Heidi. Bank. In welcher europäischen Stadt kann man über die Rialto-Brücke flanieren? Venedig. Korrekt, Georgios. Welche Lebensmittelkette wurde 1946 von den Brüdern Theo und Karl Albrecht gegründet? Aldi. Korrekt, Thomas. Bank. Wie bezeichnet man bei uns das vom Golf abgeleitete Freizeitvergnügen Bahnengolf im Volksmund? Minigolf. Richtig, Thomas. Die Zeit ist aber um. Und ihr beendet diese Runde mit 850 Mark. Wieder mal nur 3 falsche Antworten gegeben. Selten so wenig falsche Antworten gehabt, aber selten bei so wenig falschen Antworten so wenig Geld in der Bank gehabt. Schade, schade, schade. Für wen ist dieses Spiel denn einfach ein zu schwieriger Test? Einer von euch fliegt raus, wählt jetzt den Schwächsten im Team. Heidi ist in der 5. Runde statistisch gesehen stärkste Spielerin. Georgios gab 2 falsche Antworten und ist Schwächste. Wer muss nun gehen? Ihr habt gewählt, wer ist der Schwächste, wer fliegt? Kai. Kai. Georgios. 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 Heidi, wie geht es dir denn da so rechts außen? Mir geht's gut, danke. Wie bist du denn zufrieden mit deinem bisherigen Spiel? Sehr. Keine falsche Antwort. Eben. Warum Georgios? Irgendwie ist mir das jetzt entfallen. Als ich es aufgeschrieben habe, wusste ich es noch. Irgendeine ziemlich leichte Frage hat er, glaube ich, falsch gehabt. Nicht nur eine, gleich 2. Oder 2. Mhm. Christa, noch eine Dame, die noch im Spiel ist. Und eine falsche Antwort bisher gegeben? Nein. Die Damen? Hochachtung, warum Georgios? Er hat 2 Antworten falsch gehabt. Und das allein in einer Runde, hä? Eben. Hey, Veronika Ferres ist ja kein Begriff. Doch, ich sehe sie vor mir. Aber bevor ich jetzt stundenlang überlege und vielleicht die dicke gute Zeit verschenke, habe ich mal gedacht, bei 100 Mark, dann ist es nicht ganz so schlimm. Oder 150, dann sicher mal lieber die Zeit. Warum soll Georgios jetzt gehen? Ja, weil wir von 3 Fragen, die nicht beantwortet wurden, habe ich eine gegeben und er 2. Und das ist zu viel. Tja, Georgios, statistisch gesehen warst du in der letzten Runde der schlechteste Spieler. Ja. Und damit bist du der Schwächste und fliegst. Und tschüss. Allzu große Erwartungen habe ich keine gehabt, aber schon im Hinterkopf, dass ich vielleicht ein bisschen Geld gewinnen könnte. Das war schon ein kleines Ziel. Aber der Spaßfaktor zählte mehr.
Mit meinen Banken bin ich sehr zufrieden, weil der Rest der Truppe eigentlich gar nicht gebankt hat und ich musste zwischendurch ein bisschen Geld sichern. Ich fand den Kai von der Truppe ziemlich hochnäsig und als Neumann klugen. Und mit der Rest der Truppe kam ich eigentlich blendend mit zurecht. Runde 6 von den möglichen 25.000 Mark habt ihr 9.150 Mark in eurer Teamkasse. 4 sind noch übrig, 2 Herren und 2 bisher fehlerlose Damen. Ihr habt wieder 10 Sekunden weniger Zeit. Wir beginnen mit dem Stärksten der letzten Runde und das ist Heidi. Jetzt wird gespielt, der Schwächste fliegt. Die Zeit läuft. Heidi, welche städtischen Anlagen fördern und bereiten Wasser auf und leiten es in das Versorgungsnetz? Wasserwerke. Korrekt, Thomas. Als Kanzlerkandidat welcher Parteien unterlag Rainer Barzel 1972 beim konstruktiven Misstrauensvotum gegen Willy Brandt? CDU/CSU. Korrekt, Christa. Auf welcher Inselgruppe, deren heutige Hauptstadt Nassau ist, landete Christoph Kolumbus im Jahre 1492? Auf den Bahamas. Korrekt, Kai. Wie bezeichnet man allgemein Vögel mit kegelförmigem Schnabel, die sich hauptsächlich von Körnern ernähren? Körnerfresser. Korrekt, Heidi. Im Juli 2001 wurde der Sohn von René Angelil und welcher kanadischen Popdiva in Montreal getauft? Passe. Céline Dion. Thomas. Welches beliebte Stofftier erhielt seinen Namen nach dem amerikanischen Präsidenten Theodore Roosevelt? Der Teddybär. Korrekt, Christa. Wie heißt die Milch, die bei der Butterherstellung als Nebenprodukt anfällt? Buttermilch. Korrekt, Kai. Bank. Mit welchem A wird das gewählte Mitglied eines Parlaments bezeichnet? Abgeordneter. Korrekt, Heidi. Von welchem deutschen Komiker und Entertainer stammt der Song Das ganze Leben ist ein Quiz? Habe ich erklärt. Korrekt, Thomas. Mit welchem Wort wird die Umgestaltung Russlands unter Gorbatschow bezeichnet? Perestroika. Korrekt, Christa. Wie geht der Text des Vaterunser weiter? Unser täglich Brot? Gib uns heute. Korrekt, Kai. Bank. Helmut Thoma wurde 1991 alleiniger Geschäftsführer welches deutschen Fernsehsenders? RTL. Korrekt, Heidi. Welchen Frauennamen trägt das felsige Wahrzeichen der Insel Helgoland? Lange? Anna. Korrekt, Thomas. Bank. Bei welcher Grundrechenart werden... Die Zeit ist um. Das kam ja gerade noch, Thomas. Glück gehabt. Und somit beendet ihr diese Runde mit 1050 Mark. Wer hat trotzdem noch zu oft daneben gehauen? Einer von euch fliegt raus, wählt jetzt den Schwächsten im Team. In der 6. Runde hat Kai statistisch gesehen die Nase vorn. Heidi ist die Schwächste in dieser Runde. Wie entscheidet das Team? Ihr habt gewählt, wer ist der Schwächste, wer fliegt? Heidi. Kai. Heidi. Kai. Und das bedeutet, wir haben einen Gleichstand. Kai und Heidi, beide haben 2 Stimmen. Christa, was machst du beruflich? Ich bin Schneiderin. Und wie kommt es, dass man da dann so viel weiß? Ich gucke auch viel fern. Warum soll Kai gehen? Er hatte schon öfters eine Frage falsch, im Gegensatz zu Heidi zum ersten Mal, glaube ich. Deswegen Kai. Frauensolidarität? Nein. Du glaubst nur, dass Kai generell der schlechtere Spieler ist? Nein, gegenüber Heidi schon, ja. Thomas, warum Heidi? Ja, es tut mir persönlich auch leid, aber Heidi hat auch eine relativ einfache Frage nicht beantwortet. Und ich war der Meinung, dass sie gehen sollte. Im Falle eines Gleichstandes entscheidet der Stärkste der letzten Runde, wer gehen soll. Und wer ist der Stärkste der letzten Runde? Kai. Ja, frag dich jetzt nicht. Eigentlich müsstest du dich entscheiden, wer gehen soll. Entweder du oder Heidi. Ich entscheide mich nicht um. Ah, du bleibst bei deiner Entscheidung. Na ja, die allererste falsche Antwort, Heidi. Das ist bitter. Und dein Spezialgebiet ist doch Rock und Pop. Ja, aber ich hätte hier noch 5 Minuten stehen können. Also ich wäre dir in dem Moment nicht eingefallen. Also ich kenne sie natürlich, klar. Aber in dem Moment war es weg. Heidi, aber tröste dich. Du bist nicht die Erste, die mit Céline Dion untergeht. Du bist die Schwächste, du fliegst. Und tschüss. Ich wäre natürlich gerne weitergekommen, aber da die Runde so gut war und ich glaube, das war die einzige falsche Antwort, da war das natürlich klar, dass ich gewählt würde. Also ich denke, dass Kai in der nächsten Runde rausfliegt, weil er schon ein paar Mal gewackelt hat und eigentlich Glück hatte, dass er so weit gekommen ist.
Runde 7. 10.200 Mark sind in eurer Teamkasse. 30.000 Mark hättet ihr haben können. Jetzt seid ihr noch zu dritt und wir ziehen weitere 10 Sekunden von eurer Zeit ab. Wir beginnen mit dem Stärksten der letzten Runde und das bist du, Kai. Jetzt wird gespielt, der Schwächste fliegt. Die Zeit läuft. Kai, eine Ausflugsfahrt mit unbekanntem Ziel ist umgangssprachlich eine Fahrt in welche Farbe hinein? Ins Grüne. Ins Blaue. Thomas, in welchem deutschen Bundesland liegt die kreisfreie Stadt Darmstadt? In Hessen. Korrekt, Christa. Welche Staatsangehörigkeit hatten 1999 mehr als 2 Millionen der in Deutschland lebenden Ausländer? Türken. Korrekt, Kai. Welcher Frauenliebling spielte in der ZDF-Serie Schwarzwaldklinik die Rolle des Dr. Udo Brinkmann? Sascha Hehn. Korrekt, Thomas. An welchem Körperteil trug man früher Galoschen? An den Füßen. Korrekt, Christa. Bank. Welche Formel-1-Rennstrecke befindet sich in der Eifel? Der Nürburgring. Korrekt, Kai. Welcher medizinische Begriff für einen Teil des menschlichen Körpers wird mit ZNS abgekürzt? Wasser. Zentrale Nervensystem. Thomas, wenn man keine weiteren Möglichkeiten mehr hat, ist umgangssprachlich das Ende welcher Stange erreicht? Der Fahnenstange. Korrekt, Christa. Wie wird der Schlussteil eines Films genannt, in dem alle Mitwirkenden in Schriftform aufgeführt werden? Abspann. Korrekt, Kai. Wie wird im Rheinland der Fasching genannt? Karneval. Korrekt, Thomas. Wie nennt man das Ausscheidungsprodukt aus den Drüsen der Honigbiene, aus dem die Waben aufgebaut werden? Wachs. Korrekt, Christa. Bank. Gegen wen musste die deutsche Fußballnationalmannschaft im September 2001 eine 1:5 Niederlage hinnehmen? Die Zeit ist um und gegen England. 1:5, das war ganz übel. Ihr beendet diese Runde mit 1.500 Mark. Denkt daran, in der nächsten Runde wird das in der Bank gesicherte Geld verdreifacht. Die Frage ist nur, wer wird gleich am unwahrscheinlichsten dabei helfen, dass es in der Kasse so richtig klingelt? Einer von euch fliegt raus, wählt jetzt den Schwächsten im Team. Thomas ist in Runde 7 mit 4 korrekten Antworten stärkster Spieler. Kai dagegen ist in dieser Runde Team Schwächster. Wer muss das Spielfeld jetzt verlassen? Ihr habt gewählt, wer ist der Schwächste, wer fliegt? Kai. Kai. Thomas. Thomas, warum Kai? Ja, Kai hatte mehrere falsche Antworten und ich denke, das war leider einfach. Christa, warum Kai? Er hatte halt 2 falsche und... Du malst hier immer so ein lustiges Mannequin da unten hin. Hat das irgendwas ganz Bestimmtes zu bedeuten? Ja, das ist mein Maskottchen. Ach so, aber diesmal das Maskottchen ein Herzchen in der Hand. Was das ist für meinen Mann. Ach, ich dachte schon für Kai. Nein. Christa, 0 Fehler und du bist im Finale. Es ist uns bisher erst einmal in der ganzen Geschichte von der Schwächste fliegt passiert. War natürlich keine Frau, damit bist du die erste Frau. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Kai, statistisch gesehen warst du in der letzten Runde der schwächste Spieler. Und Thomas und Christa haben entschieden, du sollst nun gehen. Damit bist du der Schwächste und fliegst. Und tschüss. Ich bin total sauer auf mich, dass ich jetzt so kurz vom Ziel wirklich... auch dann zu Recht der Schwächste war, aber dass ich diese Frage nicht beantwortet habe. Eine Fahrt ins Blaue, also wie ich mich da nur mit Grün vertun konnte. Also, naja, es ist passiert. Ich glaube, dass mich keiner hänseln wird, weil ich jetzt diese Frage nicht gewusst habe. Da waren sicherlich andere dabei, die ich nicht beantwortet habe, die noch einfacher waren. Und also mit dem dritten Platz bin ich im Grunde genommen zufrieden. Und von daher sollen sie jetzt erstmal so weit kommen, die Kameraden, die lästern. So, mittlerweile sind wir in Runde 8 und mit 11.700 Mark in der Kasse von möglichen 35.000 Mark. Thomas und Christa, ihr zwei seid noch übrig und ihr habt wieder 10 Sekunden weniger Zeit. Allerdings, alles, was ihr jetzt erspielt, wird verdreifacht. Und das heißt, maximal 15.000 Mark werden zu dem gewonnenen Geld der letzten Runden addiert. Die Summe ergibt dann das letztendliche Preisgeld. Wir beginnen mit dem Stärksten der letzten Runde und das warst du, Thomas. Jetzt wird gespielt, der Schwächste fliegt. Die Zeit läuft. Thomas, von welchem Land ist Bern die Hauptstadt? Schweiz. Korrekt, Christa. Welcher Zweig der Physik untersucht die physikalischen Vorgänge auf und in der Erde?
Geophysik. Korrekt, Thomas. Ein sonntägliches ZDF-Frauenjournal heißt in Anlehnung an ein Gemälde von Leonardo da Vinci, ML... Mona Lisa. Korrekt, Christa. Wer wurde 1994 in der ersten gesamtdeutschen Wahl zum Bundespräsidenten gewählt? Herzog. Korrekt, Thomas. Frank. Wie nennt man heftige, rüsselförmige Wirbelstürme, die meistens in den Staaten des mittleren Westens der USA entstehen? Tornados. Korrekt, Christa. Wie heißt die Anfangszeile aus Goethes Gedicht Das Göttliche vollständig? Edel sei der Mensch. Hilfreich und gut. Korrekt, Thomas. Welcher S bezeichnet in der Wirtschaft den Gewichts- oder Mengenverlust durch Transport oder Lagerung? Schwund, Christa. In welchem Jahrhundert lebte der Natur- und Vererbungsforscher Johann Gregor Mendel? 18. 19. Jahrhundert, Thomas. Die Weltmeisterschaften in welcher Sportart fanden vom 3. bis 12. August 2001 im kanadischen Edmonton statt? Snowboard. Leichtathletik, Christa. Welches Auto brachte der Uhrenhersteller Swatch als Gemeinschaftsentwicklung mit Daimler-Benz auf den Markt? Smart. Korrekt, Thomas. Bank. Die Zeit ist um, das Bank habe ich akzeptiert. Und somit beendet ihr die Runde mit 800 Mark. Die 800 Mark werden verdreifacht zu den 11.700 Mark addiert. Und das bedeutet, es geht heute um ein Preisgeld von 14.100 Mark. Aber nur einer von euch nimmt das Geld mit nach Hause. Der andere geht komplett leer aus. Willkommen zum Finale. Thomas und Christa, ihr zwei seid noch übrig und es geht heute um 14.100 Mark. Nur einer von euch nimmt das Geld mit nach Hause, der andere geht komplett leer aus. Ihr spielt jetzt gegeneinander, jedem von euch stelle ich 5 Fragen. Wer die meisten Fragen davon korrekt beantwortet, ist der Gewinner. Bei Gleichstand entscheidet das K.O.-System. Christa, du warst die Stärkere der letzten Runde, darfst entscheiden, wer von euch beiden beginnen soll. Ich fange an. Jetzt wird gespielt, der Schwächste fliegt. Für 14.100 Mark, Christa, ist das deine erste Frage. Was an der deutschen Börse der DAX ist, ist an der Börse von Tokio der... Nikkei. Diese Antwort ist korrekt. Thomas. Bei den Dreharbeiten zu welchem Monumental-Historienfilm lernten sich Elizabeth Taylor und Richard Burton Anfang der 60er Jahre kennen? Cleopatra. Diese Antwort ist korrekt. Christa. Mit welchem aus dem Griechischen stammenden Fremdwort bezeichnet man einen Weltbürger? Globetrotter. Diese Antwort ist falsch. Die korrekte Antwort ist Kosmopolit. Ihr habt Zeit, um die Fragen zu beantworten. Thomas. Zu welcher deutschen Popgruppe gehören Bela B. und Farin Urlaub? Zu den Toten Hosen. Diese Antwort ist falsch. Die korrekte Antwort ist die Ärzte. Christa. Von welcher Mittelmeerinsel stammt der Likörwein Marsala? Ich weiß nicht, Mallorca. Diese Antwort ist falsch. Die korrekte Antwort ist Sizilien. Thomas. Welches ist das älteste christliche Fest und Hauptfest des Kirchenjahrs? Ostern. Diese Antwort ist korrekt. Christa. Welche deutsche Leichtathletin gewann 1972 bei den Olympischen Sommerspielen in München Gold im Weitsprung und mit der 4x100-Meter-Staffel? Fällt mir nicht ein. Die korrekte Antwort ist Heidemarie Rosendahl. Thomas. Wenn du die nun folgende Frage korrekt beantwortest, bist du bereits der Gewinner von 14.100 Mark. Das ist deine Frage, Thomas.
Welchen Namen hat die Landschaft an der Nordseeküste, die sich von Nordfrankreich bis in den Süden der Niederlande erstreckt? Normandie. Diese Antwort ist falsch. Die korrekte Antwort ist Flandern. Christa, du musst die nun folgende Frage korrekt beantworten, um im Spiel zu bleiben. Ansonsten hat Thomas gewonnen. Wie nennt man das typische Geräusch, das von Zikaden mit Hilfe bestimmter Organe erzeugt werden kann? Zirpen. Diese Antwort ist korrekt. Thomas, wenn du die nun folgende Frage korrekt beantwortest, nimmst du 14.100 Mark mit nach Hause. Welches Fabeltier wird in den Volkssagen Mitteleuropas auch Lindwurm oder Tatzelwurm genannt? Der Drache. Diese Antwort ist korrekt. Das bedeutet, Thomas, du warst heute der Stärkste im Team und nimmst 14.100 Mark mit nach Hause. Christa, du gehst komplett leer aus. Ich sehe sie wieder, wenn der Schwächste fliegt. Und tschüss. Ich bin außerordentlich happy. Ich hätte das nie gedacht. Also ich bin selbst überrascht gewesen, dass das so gut geklappt hat am Ende. Ich denke, Thomas hat es verdient, mit ins Finale zu kommen. Und wir beide waren die einzigen Nichtraucher in unserer Runde. Das haben wir eben schon drüber gescherzt. Aber er hat es bestimmt verdient jetzt. Das Spiel an sich hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Das ist leicht zu sagen, wenn man mit dem Gewinn rausgeht. Aber ich würde trotzdem sagen, ich bin also ein begeisterter Spieler. Ich schaue mir die Sendung auch gerne im Fernsehen an.